meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar habe ich heute ein kleines Storytelling-Video für euch. Ich wollte euch die Geschichte eigentlich in den Insta-Stories erzählen, habe mir aber gedacht, wisst ihr was, ich mache wieder mehr YouTube-Videos, deswegen, wieso mache ich nicht gleich ein YouTube-Video daraus? Und ihr könnt mir jetzt Bescheid geben, wenn euch das gefällt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr solche Storytellings-Video hier auf YouTube haben wollt und nicht immer nur in der Insta-Story, so haben wir ein bisschen Abwechslung und auch hier, ja, immer wieder ein bisschen neuer Content. Auf jeden Fall, ihr habt es im Titel schon gelesen, ich wurde fast verhaftet. Und zwar erzähle ich euch jetzt diese Geschichte dazu, wie es dazu kam, was ich verbrochen habe. Und zwar war es so, also ich beginne von vorne. Es war Sonntagabend, ich war mit meiner Familie und mit meiner besten Freundin am Tisch. Wir haben zu Abend gegessen, Sonntagabend gemütlich, ja, so relaxed, entspannt. Plötzlich klingelt es an der Tür, mein Dad geht zur Tür, öffnet, kommt ein bisschen, ja, mit so einem überraschten Gesicht zurück und meint, Anja, du wirst verlangt an der Tür, zwei Polizeibeamte sind da für dich. Und ich so, hahaha, ich habe gedacht, ja, der verarscht mich jetzt. Und auf jeden Fall habe ich gemerkt, er verarscht mich nicht. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Die Polizei will mich sprechen an einem Sonntagabend bei mir zu Hause. Und als erstes habe ich mir gedacht, oh Gott, ich bin bestimmt irgendwo zu schnell gefahren, irgendwas. Ich konnte mir sonst nicht vorstellen, was ich sonst gemacht habe. Ich habe ja nichts angestellt oder so, außer, ja, ich bin halt viel mit dem Auto unterwegs. Kann ja mal passieren, aber, also, die Schweiz ist ja sehr streng und immer sehr korrekt, aber nicht mal in der Schweiz kommt dann zu einem die Polizei nach Hause, wenn man irgendwo zu schnell gefahren ist. Auf jeden Fall nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall gehe ich so ein bisschen nervös zur Tür. Und da meinte die Polizei so sehr streng, so, guten Abend, Frau Zeidler, wir sind hier, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Zuerst mal, ist es richtig, Sie fahren einen weißen Range Rover Evoque? Und ich so, oh Gott, ich habe mir gedacht, okay, ist es irgendwas mit zu schnell fahren? Ich habe irgendwo Scheiße gebaut. Okay, und ich so, wirklich so, mein Herz hat so gerast. Und ich so, ja, das ist richtig. Und dann meinen sie so, wo waren Sie am 25. November morgens zwischen Uhrzeit X und Y? Und ich so, Entschuldigung, darf ich fragen, wieso? Weil ich war gerade so aufgeregt, ich wusste gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich wollte wissen, worum es geht. Und dann meinten die halt so zu mir, ja, etwas richtig Trauriges ist passiert. Also das tut mir von Herzen leid. Und an dieser Stelle mein Beileid an die, ja, an die Besitzer des Hundes. Und ja, wirklich absolut nicht lustig. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man so ein Unmensch sein kann und das machen kann. Ja, was ist passiert? Angeblich hat eine junge Frau mit dunklen langen Haaren in einem weißen Range Rover Evoque einen Hund überfahren. Der Besitzer war mit dem Hund spazieren und die hat den überfahren und ist einfach weitergefahren. Also absolut grauenvoll. Wie kann man so ein verdammter Unmensch sein, so unachtsam sein und dann noch einfach weiterfahren? Also da habe ich, boah, das ist so grässlich. Also an der Stelle mein Beileid an ja, die Besitzer von dem armen Hund. Richtig traurig. Aber auf jeden Fall ja, haben die halt da mich verdächtigt. Also ich war eine Verdächtige und ich war nur so, oh Gott, das kann nicht sein, das hätte ich doch gemerkt, das habe ich doch nicht gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann mein Handy geholt und in meine Agenda geschaut und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gesehen habe, dass ich am 25. November noch in Spanien war. Also ich war gar nicht im Lande, Gott sei Dank, sonst wäre es schwieriger gewesen mit dem Alibi. Weil die Polizei hat draußen vor dem Haus mein Auto schon kontrolliert und die haben vorne rechts eine Beule gefunden. Und diese Beule ist da wegen meiner besten Freundin, weil die hat mir einen kleinen Parkschaden gemacht. Egal, die darf alles. Und die Polizei hat dann wirklich gedacht, das kommt von einem Hund überfahren oder so. Also richtig traurig. Und ich war so aufgeregt. Ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich da irgendwie noch mitgehen oder irgendwie. Auf jeden Fall konnte ich ihnen dann meine Flugtickets zeigen und das war halt mein Alibi, dass ich halt erst einen Tag später nach Hause geflogen bin und dass ich halt gar nicht im Lande war. Dann haben sie mir natürlich geglaubt und ja, sind dann auch wieder gegangen. Aber Leute, ich hatte den Schock meines Lebens. Ich habe gedacht, jetzt werde ich am Sonntagabend so im Pyjama, ungeschminkt, Haare irgendwie abgeführt und muss da irgendwie auf den Polizeiposten. Und ja, also dubiose, nicht
nicht ganz alltägliche Geschichte aus meinem Leben. Ja, an der Stelle möchte ich noch einmal sagen, dass es mir wirklich von Herzen leid tut, was da passiert ist. Und ich hoffe, die Polizei findet diesen Unmenschen. Aber ja, so traurig das Ganze auch ist, für mich war es natürlich ein Schockmoment. Sonntagabend, die Polizei klingelt an der Tür, fragt einem so streng und ja, ohne eine Miene zu verziehen, Frau Zeidler, Sie fahren einen weißen Rennschuhe, er war auch richtig, wo waren Sie am 25. November, bla bla bla. Und ja, ich bin auf jeden Fall beruhigt, dass ich ein Alibi hatte. Alles Liebe an die Besitzer des armen Hundes, ich hoffe, die Täterin wird gefunden. Ja, und euch, meinen Lieben, wünsche ich jetzt einen schönen Abend, trotz des, nicht ganz alltäglichen und auch traurigen Geschichte hier. Wenn ihr weiterhin solche Stories hören wollt, was einfach gerade so abgegangen ist in meinem Leben, dann lasst es mich wissen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sonst noch hier sehen wollt auf YouTube. Ich drehe sehr gerne Videos für euch und ich freue mich schon aufs Nächste. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss!